Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. This video is the second part of the 10-day marathon. 150 Verben in 10 Tagen. 150 verbs in 10 days. Teil 2. In this video, we will learn the next 15 verbs. As mentioned in the previous video, with every verb you will see its meaning in English and the conjugation in present tense and past tense. As A1 learners, you can just ignore the preteritum form, because you would need this later. With every verb, you will also have an example. All the 150 verbs are required to be learned in A1 to be able to write the Goethe-Zertifikat A1. But you also need these verbs in A2 and B1. So, let's begin! Don't forget to subscribe to our channel for learning German for free and in the easiest way. We offer structured courses for A1, A2, B1 and B2 and a variety of topics from grammar and vocabulary to common mistakes one can make in German. You can also visit our page on patreon.com to get free worksheets, podcasts, transcripts, early access to our videos and more. Nummer 16. Ausfüllen. To fill out something. Ich fühle aus. Ich habe ausgefüllt. Ich füllte aus. Let's look at an example. Ich muss das Formular ausfüllen. Kannst du mir helfen? I'm sure you remember that when we are using a modalverb in the sentence, the other verb is placed in infinitive at the end of the sentence. Nummer 17. Aussehen. To look or appear. Ich sehe aus. Ich habe ausgesehen. Ich sah aus. Und hier ist das Beispiel. Du siehst heute echt schick aus. A compliment you can use in your daily life. Nummer 18. Ausgehen. To go out. For example, on a date. Just like the previous three verbs, this one is also trennbar. Ich gehe aus. Ich bin ausgegangen. Ich ging aus. Now let's see how you can ask someone out in German. Willst du mit mir ausgehen? Nummer 19. Aussteigen. To get off. Ich steige aus. Ich bin ausgestiegen. Ich stieg aus. With some of the verbs, the helping verb is sein and not haben, as in this case. This we have explained in detail in our video on perfect. The link can be found below. Now, let's look at the example. Am nächsten Bahnhof steige ich aus dem Zug aus. Nummer 20. Ausziehen. This verb has two meanings. To take something off, for example clothes, or to move out. Ich ziehe aus. Ich habe oder ich bin ausgezogen. Ich zog aus. Here is the first example. Muss ich hier meine Schuhe ausziehen? And the next example. Viele Jugendliche ziehen mit 16 aus. Nummer 21. Baden. To bathe. Ich bade. Ich habe gebadet. Ich badete. Ich bade gerne sehr heiß. Nummer 22. Bedeuten. To mean something. Es bedeutet. Es hat bedeutet. Es bedeutete. Here's an example. Was bedeutet das Wort? This is a very common question for your classroom. Nummer 23. Beginnen. To begin. Ich beginne. Ich habe begonnen. Ich begann. And here's the example. Wann hat der Film begonnen? This verb has a synonym we have already learned. Anfangen. But it is mostly used with the preposition mit. 24. Bekommen.
to get. Ich bekomme. Ich habe bekommen. Ich bekam. Ich muss in der Prüfung gute Note bekommen. Nummer 25. Benutzen. To use. Ich benutze. Ich habe benutzt. Ich benutzte. Warum benutzt du dein Handy die ganze Zeit? Nummer 26. Besichtigen. To view or visit a place. Ich besichtige. Ich habe besichtigt. Ich besichtigte. Wir haben alle Sehenswürdigkeiten in der Stadt besichtigt. If you are visiting a person, then you would use the verb besuchen. Ich besuche am Freitag meine Oma. Nummer 27. Bestellen. To order something, for example, in a restaurant. Ich bestelle. Ich habe bestellt. Ich bestellte. Ich habe ein Vanilleeis bestellt. Nummer 28. Bezahlen. To pay. Ich bezahle. Ich habe bezahlt. Ich bezahlte. Wir müssen noch viele Rechnungen bezahlen. Nummer 29. Bleiben. To stay. Ich bleibe. Ich bin geblieben. Ich blieb. Sonntags bleibe ich meistens zu Hause. Und Nummer 30. Bringen. To bring. Ich bringe. Ich habe gebracht. Ich brachte. Ich bringe Ihnen die Speisekarte. So these were the next 15 verbs. Don't forget to go through them again. The best way to remember them would be to make your own sentences, or you can do an exercise. To practice what you have learned, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and a $5 patron to get access to our podcasts. Danke. Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!